Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Iron Man. Ja, man hört es wahrscheinlich immer noch, ich bin immer noch erkältet und ich nehme unter extremen Bedingungen auf. Und deswegen starten wir auch mal gleich in den Inselgau. Eine Mission, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, muss ich sagen. Lassen wir uns überraschen. Und ich nehme mal auch zwei Anzufall, weil ich den bisher immer noch am besten finde. Und starten wir in die Mission. Und sind ruhig. Wir haben diese Energiequelle den ganzen Morgen getestet. Einfach unglaublich. Eine Revolution der... Lassen Sie die Einheit für die Massenproduktion prüfen. Sofort. Ja, Sir. Bist du verletzt? Du hättest nicht kommen sollen. Die haben mich als Lockvogel benutzt. Wer? AIM? Lächerlich. Die sind verrückt. Und sie haben versagt. Jetzt mache ich sie endgültig fertig. Nicht, Tony. Das ist zu gefährlich. Glaub mir, diese Waffen sind meine Erfindung, Pepper. Ich bin der Einzige, der in der Lage dazu ist. Aber was ist mit Stain? Er wollte dich umbringen. Und AIM wollte uns beide umbringen. Stain ist hartnäckig, AIM verbissen. Die werden nicht einfach aufhören, nur weil du es willst. Aber sie sind zu mächtig. Sie... Ja, genau deshalb muss ich sie zu fassen kriegen. Was kann ich tun? Geh zum Büro. Wenn Obi einen Plan hat, muss ich wissen, was es ist. Okay, aber es könnte ein bisschen dauern. Sei vorsichtig, Pepper. Ich weiß wirklich nicht, was Stain noch auf Lager hat. Was ist das denn bitte für ein Freak? Ich habe keine Ahnung. An den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Die Satellitenbilder zeigen Gebäude. Aber wir nahmen an, es sei eine weitere AIM-Forschungsstation. Guter Fang, Tony. Diese Kerle können sich vor mir nicht verstecken. Bist du die Kanonenanalyse durch? Jarvis hat sie gemacht. Verheerend. So weit wäre ich nie gegangen, Brody. Ich weiß. Oh, shit. Muss mich korrigieren. Das hier ist die nervigste Mission im ganzen Spiel. Und noch einer. Dafür 4 Schuss und dafür 2. Sorry. Einmal kurz muten. So, bin wieder da. Das war jetzt echt übel. 1 von 7 Kisten. Hier können wir nicht mal rein. Aber sah das doch so aus. So, hier ein paar Abfluss, Ablauf, Abdingser, Bumster, Bohre. Unterirdische Protonkanone geortet, Sir. Hier sei doch verrückt. Willst du damit sagen, dass das Ding nicht mal einen Kratzer abbekommt? Schutzschild undurchdringbar, Sir. Kanonenschild bezieht Energie von 3 Kraftwerken. Empfehle Zerstörung der Kraftwerke, Sir. Ach, worauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen? Ja, Sir. Wo ist diese eine Kanone? Die will ich noch zerstören. Wahrscheinlich ist das dieser... Oder ist das die Kanone? Ja, das ist die Kanone. Okay. Ach, das... Ich hasse diese Mission. Aber wir müssen sie machen. Sonst kommen wir nie ans Ende. So, den holen wir auch noch runter. Da machen wir doch gleich mal was kaputt. Zuerst mit dem Panzer hier. Ich versuche das.
auf ein Mindestmaß zu reduzieren, was wir hier machen. Kraftwerk eliminiert. Noch zwei übrig. Protonkanone ist aktiv, Sir. Und gütiger. Oha. Seht euch mal das Ding an. Okay, das heißt, wir müssen zurück. Zu, keine Frage. Aber die Kondensatoren in diesem Design benötigen eine Weile zum Laden. Bestätige das, Sir. Ja, schön, dass du mir das bestätigen kannst, Jarvis. Das will Tony Stark hören. Okay, schalten wir mal auf Antrieb um, damit wir ein bisschen schneller da sind. Es kann nämlich echt unangenehm werden, wenn die Protonenkanone feuert. Nicht für uns, aber für die Mission. Denn wir müssen Zivilisten beschützen, ziemlich viele, die von dieser Kanone bedroht werden. Okay. Wenn ich das richtig sehe. Ey, mach mal Platz hier. Ja, genau so. Kraftwerk eliminiert. Noch eins übrig. Es kommt mir fast zu leicht vor hier. Müssen wir jetzt wirklich direkt dahin fliegen? Wir sind auch scheiß weit weg. Ich glaube, die versucht direkt zu feuern, wenn wir das dritte ausgeschaltet haben. Ich könnte mich aber auch irren. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr davon. Dafür, dass das hier super Turbo ist, ist das aber ziemlich langsam. Ist das jetzt das dritte Kraftwerk oder... hier. So. Ihr kriegt alle auch noch euer Fett weg. Das ist ja echt übel hier. Alle Kraftwerke. Drittes Kraftwerk. Kraftwerk vor allen Dingen. Moment. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Weiter geht's. Da lang. Da lang, da lang, da lang. Fuck. Herzsystemfehler. Manueller Neustart aktiviert. Okay, dann starten wir das Ding mal neu. Fehler. Backup aktiviert. So, so, so. Jetzt wahrscheinlich zur Kanone zurück. Und zwar mit Super Turbo. Da. Der Kern ist unter Umständen anfällig für Nahkampfangriffe, Sir. Aber wir sollten vermutlich nicht zu nah dran stehen.
wenn das Ding feuert. Wobei ich bezweifle, dass das jetzt noch so ohne weiteres funktioniert. Wir haben ein Subjekt mit einer Kanone ausgemacht. Das ist Horgan. Horgan? Was? Bruno Horgan. Ein Horgan-Konzept rieche ich meilenweit. Pfuscherei und zweifellos ineffizient, aber wirkungsvoll. Ach, ineffizient, aber wirkungsvoll? Er versucht die Energie. Das widerspricht sich doch irgendwo. Tony, du musst ihn aufhalten. Damit jagt er vielleicht die ganze Insel in die Luft. Womit denn? Der jagt überhaupt nichts mehr, Pepper. Jarvis, verbinde mich mit Horgan. Sehr wohl, Sir. Verbindung aufgebaut. Horgan, Sie sind wahnsinnig. Das ist nicht Wahnsinn, Tony. Das ist Hingabe. Sie haben den Schwanz eingezogen. Dafür gewinne ich. Oha. Okay. Ich sehe nichts. Alter, manueller Neustart des Herzsystems aktiviert. Ja, wo soll ich drücken? Systemausfallsicherheit. Auch wir haben jetzt nur noch ein Herz übrig. Ich sehe gar nichts. Hallo? Alter, es rubbelt gerade übelst. Wo sage ich eigentlich Alter? Ich sehe nichts. Sie können nicht einfach so die Regeln ändern, Star. Die Regeln waren immer gleich. Fuck, jetzt sind wir tot. Das Herzversagen steht unmittelbar bevor. Verdammt, verdammt, verdammt. Leben Sie wohl, Stark. Wie? Jetzt doch nicht. Ach doch. Warum ist man dann eigentlich sofort tot? Ich versteh's nicht. Ach, diese Aufnahmen sind auch von Fails geplagt. Okay, nochmal von vorne. Alter, was ist los? Okay, jetzt wissen wir, das ist Horgan. Die Satellitenbilder zeigen Gebäude, aber wir nahmen okay, alle eine weitere AIM-Forschungsstation. Gleich, ich bin wieder da, wenn wir diese wieder bei Horgan sind. Vor mir nicht verstecken. Und ist eine Chance haben wir zu besiegen. Durch. Also bis dann. Jarvis hat sie gemacht. Verheert. So bis dann. Gegangen, Rhodey. So, da sind wir wieder bei Iron Man und jetzt werden wir Horgan mal. Bruno Horgan.
tüchtig auf die Schnauze hauen. Und zweifellos ineffizient, aber wirkungsvoll. Es ist Horgan, Sir. Er versucht, die Energiequelle zu sprengen. Tony, du musst ihn aufhalten. Damit jagt er vielleicht die ganze Insel in die Luft. Der jagt überhaupt nichts mehr, Pepper. Genau. Außer uns. Jarvis, verbinde mich mit Horgan. Sehr wohl, Sir. Verbindung aufgebaut. Horgan, Sie sind wahnsinnig. Das ist nicht Wahnsinn, Tony. Das ist Hingabe. Ja, wenn man einfach so eine Insel zerstört. Dafür gewinne ich. Wow. Alter Scheiß, sind wir schnell. Ah, shit. Aber wir haben jetzt noch ein Leben mehr, dadurch, dass ich jetzt beim nochmal Spielen Kals verpulvert habe. Systemfehler. So. Backup aktiviert. Mal versuchen. Okay, das bringt gar nichts. Hänger. Oh shit. Wir werden einfach jetzt so lange hier rumlaufen, bis unsere Energie wieder da ist. Läuft andersrum, ist auch gar kein Problem. Wir brauchen jetzt mehr Panzerung. Ich wage zu vermuten, also mit Raketen könnten wir mir ganz gut schon zu Leibe rücken. Aber... Fuck. Kommen wir hier wieder nicht weg. Manueller Neustart aktiviert. Und das ist jetzt unser letzter Versuch. Also nicht unser letzter Versuch überhaupt, sondern manuelle Überbrückung fehlt. Unsere letzte Chance. Ich sehe nichts. Hallo? Alter. Ist mir jetzt gerade mal egal. Versuche ihn aus der Ferne so ein bisschen mit den Raketen zu erren. Aber ich lasse ihn nicht rankommen.
einfach mal ausgeglichene Energieverteilung. Das hier ist kein Spiel, Hogan. Oh, wir sind... Sie können nicht einfach so die Regeln ändern, Star. Melter? Die Regeln waren immer gleich. Ach, ist das jetzt ein Superschurkenname oder was? Okay, vielleicht schaffen wir es so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen feiger, aber solange wir den kleinen kriegen, ist mir das relativ egal. Das Blöde ist bloß, wir haben nur noch 10 Raketen. Das ist der Nachteil an der ganzen Sache. Oh, jetzt haben wir gleich zwei auf einen abgeschossen. Oder drei sogar. Aber die sind ganz gut gegen ihn. Ups. Jetzt haben wir gleich drei geschossen. Hören Sie schon auf mit den Kindereien, Horgel. Kein Zurück. Mein genialster Schachzug. Advanced Idea Mechanics. Und auch Ihr Partner, Obadiah Stane, hat sich gegen Sie verschworen. Ja. Das hat er in der Tat getan. Du erwischst uns nicht. Ich fände es ja cool, wenn hier irgendwo Munition wäre, damit wir unsere Raketen wieder auffrischen können. Hilft irgendwie gar nichts. Ja, aber auch irgendwo ein bisschen lachhaft, wenn es so wäre. Im Nahkampf ist er wohl auch noch anfällig, genau wie der Reaktor, aber... Oh, wir haben eben noch einen Balken abgezogen. Gleich haben wir ihn. Oh yeah! Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt dafür gebraucht haben, bisher für den Bossfight. Boah! Rudy, alter Schwede! Sie haben ihre Energiequelle. Ordentlich. Was? Horgans Technologie, Mikrowellen. Nein! AIM hat kürzlich einen Fesselsatelliten gestartet. Ich glaube, es ging dabei um ein Netz von Solarpanelen. So machen die das. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Doch nicht etwa einen Satelliten zerstören. Okay. Ein paar Sachen verbessert. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Aber... Ich bin natürlich gespannt. So. Schauen wir doch erstmal hier rein. Wie üblich im Westen nichts Neues. Oh, Bloodhound 2.0 Lenkrakete. Größere Reichweite, größerer Schaden. What? Nee, doch nicht. Gleiche Reichweite, gleicher Schaden. Wo soll ich denn überhaupt die nehmen? Wird sie automatisch das. Blabla. Ah, cool. Okay, nehmen wir die auch mal mit. Okay. Dann schauen wir nochmal. Zinssoldatenfabrik. AIM steht schon seit Jahren dein Design und kann es immer noch nicht lassen. Sie haben eine ganze Fabrik gebaut, um eine eigene Armee von Kampfanzügen. Ach, nee. Komm. Das reicht ja jetzt wirklich.
Okay, Aufnahmepause. Ich nehme dann morgen wieder auf. Das seht ihr dann. Ich weiß nicht wann. Ende nächster Woche oder Mitte nächster Woche oder irgendwann nächste Woche auf jeden Fall. Also bis dann. Oder vielleicht auch schon am Sonntag. Keine Ahnung. Mal sehen. Also bis dann. Ciao, ciao.